Die Inflation ist hoch, die Realzinsen sind stark negativ. Und trotzdem ist Silber gefallen. Und dabei haben wir jetzt auch wieder eine deutlich höhere Nachfrage nach Silber aus der Industrie. Ist das eine Einstiegschance? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Silber war mein allererstes Investment. Ich habe es hier schon mal erwähnt. Ich war vielleicht 12 oder 13, da habe ich mich entschlossen zu einem Silbermünzen-Abo. Und ich erfreue mich an diesen Silbermünzen auch heute noch. Und ich muss auch sagen, nie vorher und nie nachher war ich ein souveränerer Investor als damals. Und es hat auch Anlagenotstand geherrscht seinerzeit. Also man wohnt da natürlich noch bei seinen Eltern, wo der Kühlschrank sowieso immer voll ist. Ein bisschen Geld habe ich auch verdient damals. Ergo, es war eben Kapital auch da, das investiert werden musste, im Gegensatz zu der chronischen Dauerpleite in den Jahren danach. Dessen ungeachtet, mein letztes Silbervideo hier im März, das war relativ skeptisch. Und das in der Zeit der großen Silberbegeisterung eigentlich, in der überall Wahnsinnskursziele auch ausgerufen worden sind für Silber. Und leider war meine Skepsis aber auch berechtigt und hat sich bestätigt. Und dabei haben sich die Fundamentaldaten von Silber, wenn man das so nennen kann, deutlich verbessert zwischenzeitlich. Das Silver Institute, das spricht für 2021 jetzt von einer Erholung der Nachfrage um 15% auf 1,03 Milliarden Unzen. Und es spricht von einer Erholung der industriellen Nachfrage um 8% auf ein neues Rekordniveau. Es spricht von einem noch stärkeren Anstieg der Nachfrage nach Münzen und Barren um 32% und auch von einer sehr hohen Nachfrage wieder aus Indien. Demgegenüber die Produktion, die soll sich erholen dieses Jahr um 6%, und damit haben wir dieses Jahr dann wahrscheinlich ein Angebotsdefizit. Zwar nur von 7 Millionen Unzen, also noch nicht viel, aber der Markt ist erstmals im Defizit seit 2015. Und da stellt sich für den Anleger natürlich die Frage, bei so vielen guten Daten ist diese Silberkorrektur jetzt eine Einstiegschance? Mein Silbervideo beginnt mit Gold. Die Lage ist ja so, die Edelmetallfans verzweifeln ja langsam. Es wird einem seit Jahr und Tag erzählt, Edelmetalle schützen vor Inflation, vor Geldentwertung, vor dem Vertrauensverlust der Anleger in die Geldsysteme. Und so Klugscheißer wie ich, die haben ihnen ja auch immer wieder erzählt, ganz wichtig für Gold und Silber sind ja auch die Realzinsen. Aber wie auch immer. Wenn irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten die Inflation wirklich aus dem Ruder gelaufen ist und wenn die Geldwertstabilität wirklich gelitten hat und wenn die Realzinsen wirklich negativ waren auch, und zwar weltweit, dann ja wohl jetzt. Und trotzdem schauen wir uns Gold an, den 2-Jahres-Chart. Rekordhoch war schon erreicht im Sommer 2020, also vor dem Inflationsschub. Und seitdem geht es eigentlich abwärts. Und das in einer Zeit, in der fast alle anderen Sachwerte und insbesondere ja auch die Aktienmärkte gestiegen sind. Im großen Inflationsjahr 2021. Und bei Silber ist es noch ausgeprägter. Hier haben wir den Einjahreschart. Im Februar waren wir dann noch bei über 28 Dollar und letztes Jahr im August ja sogar bei fast 30 Dollar. Jetzt aber nur noch leicht über 22 Dollar. Also eine Riesenenttäuschung im Grunde. Jetzt ist Silber ja ein bisschen was anderes als Gold, also es hat ja so eine Art Zwitterwesen. Gold ist zum größten Teil ein Investmentmetall, Silber ist eben zu einem guten Teil auch ein Industriemetall. Nur, das macht es ja eigentlich auch nicht besser, denn dadurch, dass sich die Wirtschaft erholt hat 2021, haben wir ja, wie wir ja auch gehört haben, haben wir ja auch einen deutlichen Nachfrageanstieg aus der Industrie. Aber Silber sackt trotzdem ab. Und damit hat sowohl die Edelmetalleigenschaft als auch die Industriemetalleigenschaft, die beide Kurstreiber hätten sein können, beide haben als solche eben dieses Jahr auch versagt.
Und rauszukriegen, warum das so ist, das ist ja gar nicht so einfach für den normalen Anleger. Wenn man da recherchiert, dann stellt man eben fest, die meisten, die sich beschäftigen mit Silber, die tun das eben, weil sie Silberbullen sind von vornherein. Und man kriegt da jahraus, jahrein auch die gleichen Argumente, warum jetzt bei Silber die Rallye kurz bevorsteht, ganz bestimmt. Aber man erfährt nur selten, was jetzt den Markt wirklich bewegt, aktuell. Und da spielen sicher Gewinnmitnahmen eine Rolle, auch seit dem starken Anstieg 2020. Viele sagen dann auch immer, der Silbermarkt sei manipuliert. Nur ich frage mich langsam, wie stichhaltig das ist. Also wenn man immer dann, wenn der Preis steigt, dann sagt, ja, das ist total die folgerichtige Entwicklung. Und wenn er dann fällt, dann ist er aber jedes Mal manipuliert. Von den bösen Großbanken und den bösen Notenbanken. Dabei kaufen die doch angeblich jeden Tag Unmengen von Edelmetallen. Eine Sache, die man auch schon gar nicht mehr hören kann eigentlich. Fangen wir an mit der Nachfrage aus der Industrie. Die ist ja gestiegen und wir sind ja auch angeblich gerade im großen Rohstoff-Superzyklus. Nur, wie entwickelt sich denn dieser Superzyklus gerade? Sie erinnern sich sicher noch an die Bauholzpanik im Frühjahr. Das ist der Preis für US-Bauholz, ist seit der Corona-Krise durch die Decke gegangen. Eine Decke, die für viele Bauherren jetzt gar nicht mehr erschwinglich ist. Aber im Sommer ist er dann auch schon wieder komplett eingebrochen. Jetzt haben wir nochmal einen Preisschub seit ein paar Wochen. Aber man sieht an der ganzen Sache schon, das ist hochvolatil und das Ganze ist eben auch bei Weitem nicht so eindeutig, wie viele das geglaubt haben. Eisenerz, anderes Beispiel, eine Wahnsinnspreisrallye, aber jetzt hat sich's wieder halbiert und zwar innerhalb von 4 Monaten, ist jetzt schon fast wieder zu billig. Und das passiert eben gerade in Teilen mit unserem tollen Superzyklus. Ich habe davor gewarnt, schon im März in einem Video und dann nochmal vor 2 Monaten. Und inzwischen haben wir ja auch eine Korrektur bei Öl wegen der neuen Coronaviren-Variante und wir haben eine Korrektur, auch eine leichte bei Kupfer wegen dem chinesischen Immobiliensektor. Allerdings natürlich nicht im Ansatz so stark wie jetzt zum Beispiel bei Eisenerz. Und im neuen Jahr, da werde ich hier endlich auch mal einzelne Industriemetalle, so wie jetzt Kupfer, Nickel, Kobalt und sowas, hier auch endlich mal einzeln durchgehen, dann im Detail. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Am besten Kanal abonnieren, dabei auch die Glocke drücken, dann werden Sie nämlich auch benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Dann verpassen Sie auch die dann nicht. Das wäre ja noch schöner. Aber eins ist klar. Das mit dieser Rohstoff-Rallye der Erhofften, das ist mitnichten so eindeutig eben, wie das viele erwartet haben. Und der Markt differenziert jetzt eben wieder auch sehr stark. Und das globale Wachstum geht ja auch im Moment wirklich zurück. Und die Tendenz hat Silber möglicherweise eben auch belastet. Das ist die Gesamtsilbernachfrage von 2011 bis 2020, eine Grafik von Standard & Poor's. 2021 dann, das haben wir ja gehört, soll sie wieder relativ stark steigen, liegt dann erstmals seit 2015 wieder bei über 1 Milliarde Unzen. Das hellblaue unten hier ist der Verbrauch vom Solarsektor, eine relativ neue Geschichte. Das dunkelblaue ist der Verbrauch der übrigen Industrie und das gelbe ist dann der ganze Rest. Also Schmuck, Barren, Münzen und die ganzen ETCs und Anlageprodukte, die Silber physisch halten. Also die Investmentnachfrage. Schmuck ist da dann jetzt eben hier auch mit dabei bei der Investmentnachfrage. Und was stellen wir fest? Bei allen Konjunkturschwankungen und auch bei allen Sentimentschwankungen ist die Nachfrage relativ stetig gewesen immer. Und das ist sehr positiv eigentlich. Wir stellen aber auch fest, die Nachfrage aus der Industrie und aus dem Solarsektor, die ist in der Tendenz sogar zurückgegangen die letzten Jahre. Und das ist erstaunlich, weil uns ja dauernd verkauft wird, Silber ist ein Zukunftsmetall, ein Hochtechnologiemetall, ein Profiteur der Energiewende und vor allem ja auch der Profiteur einer explodierenden Nachfrage aus dem Solarsektor. Und wo man hinschaut, da findet man Grafiken wie die hier, Grafiken, die uns zeigen, wie rasant der Solarsektor wächst. Also grün die weltweit installierten Solaranlagen in Gigawattstunden, schwarz die Preise in Dollar pro Watt, beides spektakulär und die Solarenergie, die hat sicher auch eine tolle Zukunft.
Aber sie hat sich ja die letzten Jahre auch schon fantastisch entwickelt. Nur, wo ist die Auswirkung auf die Silbernachfrage? Ich sehe sie nicht. Das heißt, man sieht sie schon. Es hat ja einen Anstieg gegeben bei der Nachfrage aus dem Solarsektor, vor allem von 2013 bis 2016. Aber seit 2016 ist eben nicht mehr viel passiert. Sie stagniert und war auch immer nur so 10% von der Gesamtnachfrage auch. Und das bei so einem Boom in der Solarbranche. Und das Rätsels Lösung ist eben das, die Solarindustrie wird eben auch immer effizienter und sie hat gelernt, dass sie den Silberanteil reduziert. Aktuelle Zahlen habe ich dazu leider nicht gefunden, aber ich weiß, dass sich der Anteil pro Solarzelleneinheit von 2007 bis 2016, dass der zurückgegangen ist von 400 Milligramm auf nur noch 130 Milligramm. Und es gab neulich ein Interview mit einem Spezialisten da aus dem Fraunhofer Institut, der gesagt hat, bei aller Vorsicht, aber er glaubt, dass man den in den nächsten 10 Jahren weiter senken kann auf dann nur noch 50 Milligramm. Insofern, Nachfrage aus dem Solarsektor wird zwar wahrscheinlich steigen, aber ich glaube, dieses Thema wird komplett überschätzt. Und ich würde auch sagen, die Solarnachfrage nach Silber oder diese vermeintliche, die sollte nicht das Argument sein, wenn man sich jetzt Silber kauft. Genauso wenig wie die Nachfrage eigentlich überhaupt, weil wir haben ja gesehen, wie stetig die Nachfrage im Grunde ist. Also mal geht die Investmentnachfrage hoch, der Preis steigt, wenn der Preis steigt, dann geht die Nachfrage aus den Produkten hoch, dafür geht die Schmucknachfrage zurück und umgekehrt, aber unterm Strich alles relativ stabil und im Übrigen auch das Angebot relativ stabil. Und trotzdem ja, enorme Preisschwankungen. Hier haben wir nämlich den Silberpreis seit 2011, ein Chart, der dem Goldchart nicht unähnlich ist. Starker Anstieg nach der Finanzkrise, dann langjährige schwere Korrektur und eine richtig gute Erholung erst wieder seit der Corona-Krise, der aber eben jetzt auch wieder die Luft ausgeht möglicherweise. Der große Unterschied ist, Gold hat sich schon vor der Corona-Krise erholt, das hat Silber nur sehr bedingt. Und man macht außerdem oft die Erfahrung auch, dass der Silberpreis überhaupt dem Goldpreis relativ oft hinterherläuft. Also wenn Gold steigt, dann steigt Silber oft auch, aber mit Verzögerung, was sehr interessant ist. Aber wenn ich mir Angebot und Nachfrage so anschaue und gleichzeitig diese starken Preisschwankungen, dann komme ich im Grunde zu dem Schluss, sich jetzt mit den Fundamentaldaten zu beschäftigen bei Silber. Das macht fast keinen Sinn. Der Silberpreis ist rein sentimentgetrieben und das Einzige, was halbwegs funktioniert zur Orientierung für den Silberpreis, das ist eigentlich der Goldpreis. Das ist Gold auf ein Jahr. Ich habe Ihnen mal zwei Marken eingetragen, wo Gold in letzter Zeit gestiegen ist. Das sind diese Kringel, diese roten ganz rechts. Es hat sich also erholt Anfang Oktober, nachdem es den ganzen Sommer über eigentlich gefallen ist, trotz ständig steigender Inflation. Aber im Oktober, da kam ja der Punkt, wo der US-Notenbank gedämmert hat. Die Inflation ist ja vielleicht doch nicht nur vorübergehend und wir müssen vielleicht doch was tun. Und genau da, absurderweise, da ist Gold plötzlich gestiegen. Und der nächste Anstieg, der ist noch ganz winzig, kaum wahrnehmbar, der war letzte Woche, als die Fed bestätigt hat, nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich 3 Leitzinserhöhungen. Da ist Gold jetzt wieder gestiegen, ist immerhin jetzt auch schon wieder bei über 1800 Dollar. Und es klingt total verrückt und ich würde es auch nicht überinterpretieren, wenn es sowas nicht schon mal gegeben hätte. Hier der 10-Jahres-Chart von Gold. Von 2011 bis 2015 war der US-Leitzins durchgehend bei 0 bis 0,25%. Trotzdem ist Gold gefallen, gefallen, gefallen. Das Tief war erreicht Ende 2015 und zwar genau zu der Zeit, als die Fed die Zinsen angehoben hat. Das würde man im Prinzip nie erwarten, aber es war so. Und ich kann es mir inzwischen nur so erklären, die Goldanleger, die waren jahrelang erst in Panik wegen der kommenden Straffung, die dann aber ewig doch nicht gekommen ist. Und dann, als sie endlich gekommen ist, da haben sie dann aber gemerkt, das Ganze reicht hinten und vorne nicht. Und dann haben sie wieder gekauft. Und eventuell, ich sage das mit Vorbehalt jetzt erstmal,
Eventuell könnte es diesmal auch wieder so kommen. Ist von meiner Seite bis jetzt nur so ein Verdacht, weil grundsätzlich sind wir in einer Zinserhöhungspanik im Edelmetallsektor und die Anleger haben Angst vor wieder steigenden Zinsen, das natürlich auch zu Recht. Aber trotzdem, so schlecht hat Gold nicht ausgesehen die letzten 2 Monate. Also lassen Sie uns das beobachten. Das ist vielleicht durchaus jetzt eine Perspektive für Gold und damit dann eben höchstwahrscheinlich auch wieder für Silber, mit einer gewissen Verzögerung dann. Also noch bin ich neutral für beide Edelmetalle. Ich wäre jetzt auch nicht zu euphorisch für Gold und Silber, aber wir sind in einer sehr spannenden Phase und vielleicht ist es ja auch diesmal eben wieder so, dass es genau umgekehrt kommt, als die meisten Anleger erwarten. Und ich weiß, viele von Ihnen, die sind Gold- und Silberfans. Und was natürlich auch immer spannend ist, das sind dann natürlich die Minenaktien auch. Ich meine, da haben wir ja sowohl bei den Gold- als auch bei den Silberminenaktien die Situation, dass die stark gefallen sind jetzt schon. Vor allem die kleineren eben auch, kleinere und mittelgroße. Und dass die eine starke Preiskorrektur im Grunde schon vorweggenommen haben, die ja in dem Umfang noch gar nicht stattgefunden hat. Und natürlich sind diese Aktien jetzt immer noch spekulativ. Aber trotzdem, morgen kriegen Sie von uns einen Zukunftsmärkte-Report mit den Aktien von 2 Silberproduzenten, speziell Silberproduzenten, die wir gerade interessant finden. Die Reports von uns sind gratis, die kann jeder kriegen. Sie müssen sich eigentlich nur einmal dafür anmelden auf www.zukunftsmärkte-märkte.de. Tragen Sie sich noch schnell ein dafür. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Höchste Zeit also dafür und höchste Zeit ist es jetzt natürlich auch langsam für Ihre Weihnachtsgeschenke. Ein paar Tage haben Sie noch, dann haben Sie wirklich nur noch die Dankstelle als Option. Und meine Geschenketipps heute, das sind natürlich Edelmetall-Sammlermünzen, passend zum Thema. Und inzwischen ist da alles völlig verrückt in dem Bereich. Also früher war ja da die Auswahl sehr, sehr klein. Aber heute gibt es eben kein Thema mehr, und mit dem nicht irgendwer eine Münze gemacht hätte. Dieses Jahr das politische Großereignis, natürlich der Regierungswechsel hier bei uns. Darum gibt es jetzt auch schon Bundeskanzler Olaf Scholz in Gold. Der Mann, den die Goldanleger lieben, weil er ja vor ein paar Monaten noch eine Abgeltungssteuer auf Xetra-Gold einführen wollte. Das wissen aber die Herausgeber von dieser Münze vielleicht gar nicht. Sie kommt nämlich nicht aus den deutschen Prägestätten, sondern aus Äquatorialguinea. Und diese Münze gibt es aber auch nicht überall. Wenn Sie zum Beispiel suchen bei Kettner Edelmetalle, da finden Sie zu Olaf Scholz nur sowas hier. Dafür können Sie da dann aber passend zum Regierungswechsel diese wunderschöne 6 Unzen Silber-Handgranate kaufen. Und das wirklich zum Spottpreis. Die von Kettner, die kennen eben ihre Kunden. Die Bundesbank, die macht gerade ganz andere Sachen. Die macht hier nämlich zum Beispiel eine Serie mit windbetriebenen Trendsportarten. Und da haben wir jetzt kein Silber, sondern das ist ein Kupfer-Niobkern, wunderbar eingefasst in lichtdurchlässigen Kunststoff. Und damit zeigt die Bundesbank auch wieder mal, dass der Geldwert möglichst nicht gedeckt werden darf durch Materialwerte, auch nicht bei Sammlermünzen. Haben Sie Freunde, die nicht wissen, ob Sie Gold kaufen sollen oder Bitcoin? Hier ist die Lösung. Der erste physische Bitcoin der Welt. Nie wieder vor der Frage stehen, ob Edelmetalle besser sind als Kryptowährungen oder umgekehrt. Kaufen Sie dieses wunderbare Stück, dann haben Sie keines von beiden. Aber hier mein absoluter Favorit dieses Jahr, das Zeitalter der Dinosaurier. Eine Serie von den Salomoninseln. Und das Schöne ist an diesen Münzen, es sind auf beiden Seiten Fossilien. Vorne der Tyrannosaurus Rex und hinten die britische Queen. Jede Prägung ist eben immer auch ein Statement. Und ich habe auch noch ein Statement für Sie, ein letztes. Es gäbe im Prinzip noch einen Grund dafür, dass Silber jetzt steigen könnte. Und zwar, weil dieser Mann hier vielleicht bald alles wegkauft.
Das ist mein Kollege Sebastian Hell, ein echter Edelmetallbulle. Und er sieht das Ganze ja auch langfristig, so wie es auch sein sollte. Und bei ihm auf seinem Kanal Hell investiert, da erfahren Sie eben auch viele, viele praktische Sachen zu dem Thema. Also was ist ein ETC? Was ist ein Zollfreilager? Wie kauft man Silber am besten? Und, und. Sehr sehenswert das Ganze. Es lohnt sich also immer beim Sebastian auf seinem Kanal auch mal reinzuschauen. Und das war's für heute. Denken Sie auch noch an unseren Zukunftsmärkte-Report mit den beiden Silberminenaktien www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen und danke fürs Zuschauen.